So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Super Mario 64. Im letzten Part haben wir die Lava-Welt abgeschlossen und nun geht es in die Wüste. Schicken wir Mario in die Wüste, in die Wobbiwabba-Wüste, um genau zu sein. Und dort sollen wir zuerst dem Riesengeier folgen. Das werden wir selbstverständlich tun. Und die Wüstenwelt, ich mag Wüstenwelten generell nicht, aber die geht tatsächlich. Sie ist nicht so schlimm, vor allem wenn man in eine lustige Pyramide rein darf. Und in eine Pyramide rein zu dürfen ist immer gut, würde ich mal behaupten. So, dann schauen wir mal, ob wir mal den Riesengeier hier finden und ihm seinen Stern abluchsen können. So, kleines Geheimnis auf diesen Säulen, wenn man dort springt, ist es automatisch wie ein Dreisprung, von daher relativ easy hier wieder hochzufliegen. Mal jetzt noch den Geier erwischen, wäre es große Klasse. Soll uns aber nicht vergönnt sein. Dann halt nicht. Wo auch immer er jetzt ist. Probieren wir es nochmal. Wo ist der Geier hin? Ich habe keine Ahnung, wo dieser Geier hin ist. Wo er uns zum Narren hält. Von daher holen wir uns einfach diesen Stern. Wenn der Geier keinen Bock auf uns hat, dann machen wir halt, dann machen wir keine großen Faxen. Da habe ich auch keinen Bock auf ihn. Dann hole ich mir halt erst einen anderen Stern. Nämlich, da bringen wir Licht in die Pyramide, auch wenn ich nicht verstehe, wo wir jetzt Licht in die Pyramide gebracht haben. Aber lassen wir mal so stehen. Und jetzt folgen wir nochmal dem Riesengeier hier. Scheiß Geier. Kann ja wohl nicht angehen hier, dass der mich zum Narren hält. Ja, großartig. So macht man das. So und nicht anders. Jetzt hier wieder raufzukommen, das hat beim ersten Anlauf so gut geklappt und jetzt klappt es wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Ich kenne mich doch. Ich kenne mich doch selbstverständlich. So wie ich nun mal bin. So, jetzt aber hier hinauf. Dankeschön, Mario. Danke. Es bedeutet mir sehr viel, dass du das jetzt hier gerockt hast. Und nun probieren wir es noch einmal, diesen Geier aufzuhalten, beziehungsweise ihm einfach den Stern mal abzuluxen. Das sollte ja wohl nicht das Thema sein, oder? Ich bin eindeutig durch ihn durchgeflogen. Hallo? Ich glaube aber, es hackt. Na gut, dann halt so. Dann halt so, wenn er anders nicht hören will, muss er halt fühlen, ne? Ich wollte gerade sagen, Scheige, kommst du mir mal bitte ein bisschen weniger nah? Naja, gut. Machen wir es halt von hier aus. Gehen wir halt von hier aus an den Stern heran und holen ihn uns mit Style. Mit viel Style. Naja, mehr oder weniger. Auf jeden Fall ist der Stern geholt und alles ist gut. Alles ist gut und schön. Wunderbar. Müssen wir jetzt schon in die Pyramide rein oder geht's erstmal an die roten Münzen? Geht's um die roten Münzlis? Ich weiß es, um ehrlich zu sein, gar nicht. Aber wir begeben uns in die Pyramide, wie es ausschaut. Ja, gleiches Handgehabe wie auch schon vorher. Einfach mit der Mütze hier rüberfliegen. Machen wir keine großen Faxen. Ich glaube, die 100 Münzen müssen wir eh auch damit verbinden, wenn wir in die Pyramide reingehen. Ich glaube, dann schafft man es gar nicht, ne? Weil da ist auf jeden Fall auch Wege, um dort hineinzukommen und so. Und dort sind auch blaue Münzen versteckt. Und so weiter und so fort. Von daher lassen wir es erstmal außen vor und gehen einfach rein in diese Pyramide. Und schauen wir mal, wo es uns hier hin verschlägt. Ich weiß, man kann von oben in die Pyramide rein und sich damit sehr vieles abkürzen, aber wo bleibt denn da der Spaß, meine Freunde? Wo bleibt denn da der Spaß? Auf der Strecke, sage ich euch. Stattdessen kämpfen wir uns hier durch die Pyramide. Wo da der Spaß bleibt, weiß ich auch nicht. Aber angeblich ist es spaßiger, sofern wir nicht in den Treibsand landen. Meine Güte, Mario, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Danke sehr. Vielen Dank. Genau so. Ja, okay. Ich wusste doch, man kann sich auch hier hochhangeln, wenn man ganz crazy ist. Wenn man ganz, ganz crazy ist, aber nur. Sonst nicht. Sonst geht das nicht. Nur wenn ihr ganz crazy seid, dann schafft ihr das. So, du begib dich hinab. Wisst ihr was? Ist okay. Habe verstanden. Machen wir es halt so. Und dann machen wir es so. Kein Bock.
absolut keinen Bock, das nochmal zu machen. Boah, dieses Rauschen ist ja widerlich. Ist wahrscheinlich das Treibsandrauschen, aber es ist irgendwie sehr ekelhaft anzuhören. Naja. Hangeln wir uns hier entlang. Wie echte Profis. Mehr oder weniger. Mario, lass bloß nicht los. Das ist die Hauptsache. Wenn du nicht loslässt, dann kann dir nichts passieren, mein Freund. Das wollte ich nur mal so angemerkt haben. Wenn du loslässt, dann kann dir einiges passieren. Aber das tust du ja nicht, ne? Stattdessen haben wir uns hier sicher entlang gehangelt und können hier entlang. Bei der Rolle. Ah, ja. Komm erstmal vorbei, dann kann ich auch an dir vorbei, mein Freund. Wie siehst du auch an? Bist doch eigentlich ein ganz lieber. Grinst auch so freundlich. Frech und freundlich, wie eh und je. So, einmal hier hinauf. Das hat nicht so gut geklappt, aber es macht ja nichts. Ich weiß überhaupt nicht, wo der Stern an dieser Stelle ist, aber wir finden ihn schon. Da machten wir uns mal keine Gedanken drüber. Es ist gekommen, dass ich kurz bevor ich oben bin, nochmal irgendwie die ganze Pyramide hinabstürze. Ich kenne mich. Ich kenne mich irgendwie. Und habe so das Gefühl, dass dies passieren könnte. Scheint ja fast unumgänglich, wie ich mich kenne. Aber ich gebe mir Mühe, dass es nicht so kommen wird. Ihr sollt einmal Hoffnung in mich haben. Seht da mal. Bleibt sogar kurz das Spiel stehen. Wahnsinn. Danke dafür. Danke dafür. Aber bleibt kurz das Spiel stehen, damit ihr einmal an mich glauben könnt. Nur für die Begeisterung hier. Wahnsinn. Wunderbar. Haben wir das auch erhalten. So, geht's jetzt an die 4 Säulen, okay. Ich dachte, das wäre eine andere Mission. Aber okay, dann halt auf den 4 Säulen entlang laufen. Ich dachte, jetzt kämen schon die roten Münzen. Dem ist wohl nicht so. Na, dann halt nicht. Ich will mal kurz gucken, kann man nicht die Pokés auch irgendwie besiegen? Ja, wusste ich doch. Wollte ich nur mal ausgetestet haben, bevor wir uns auf die Minzsuche machen. Mario! Wahnsinn, danke dafür. Danke dafür. Aber wollte ich nur mal kurz ausgetestet haben, bevor wir uns wieder auf die Münzsuche machen. Und ja, ich weiß, man kann diese Säulen irgendwie ganz lustig hochlaufen. Mach ich aber nicht. Ich werde einfach jetzt alles anfliegen. Und gut ist. Da machen wir keinen Hehl draus. Weil, warum sollte ich jetzt hier auf jeder Säule einmal hochlaufen? Kein machen, falls ich abstürze, aber sonst. Ja, ist okay. Spiel will, dass ich es demonstriere, scheint mir so. So, lustiges Hochlaufen. Juhu, haben wir es auch mal gesehen. Wahnsinn. Achtung, der Vogel kann einem die Mütze klauen. Dann sind wir leichter verwundbar. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte vielleicht nochmal aufladen sollen. Vielleicht auch nicht. So, bitte jetzt nicht sofort hier Mütze verlieren. Das wäre unpraktisch und etwas problematisch, aber alles gut geklappt. Rein ins Innere. Wunderbar. Hat auch besser geklappt, als ich überhaupt gedacht hätte. Ja, wir müssen ja noch 5 lustige Sachen aufdecken, ne? So 5 Secrets. Aber wie das geht, das weiß ich gerade überhaupt nicht mehr. Von daher ist es mir auch erstmal egal, muss ich ganz ehrlich gestehen. Stattdessen machen wir das, was wir machen sollen und kümmern uns hiermit um einen Boss. Nämlich die 2 Hände. Oder 2 Bosse, besser gesagt. Schritte, Grabräuber, wer wagt es, den ewigen Frieden unseres Grabes zu stören? Ich bin es. Jeden sei gewiss, dass wir diesen Frevel mit aller Härte bestrafen werden. Unser Zorn wird ihn zermalmen und Ra stehen bei, dass es schnell gehen wird. Alles klar. Vielen Dank dafür, ihr komischen Patschehände. Einfach immer auf die Augen drauf. Dann kann gar nichts schief gehen. Immer auf die Augen drauf. Einfach draufhauen. So gehört sich das. So, eigentlich auf jeder Hand 3-mal, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Genau. Und dann, ja. Ist ja fast schief gegangen. Nein, nein, nein. Pff. Du mich auch. Blöde Hand.
So, wunderbar. Hat doch gut geklappt. Ist doch kein Problem. Wir sind besiegt. Du hast den Fluch des Pharaos gebrochen. Jetzt finden wir unseren verdienten Frieden. Nimm als Dank diesen Stern. Warum hängt sich das Spielen dauernd auf? Also irgendwie, mein Laptop lädt gerade ein bisschen öfter, als er sollte. Sehr merkwürdig. Naja, aber egal. Holen wir uns den Stern und gut ist. Und gut ist. Ich weiß nicht, warum mein Laptop gerade ein bisschen öfter lädt, als er sollte. Land auf einem 4 Säulen. Ja, wunderbärchen. Haben wir das auch geschafft. So, jetzt geht's an die roten Münzen, oder? Stimmt, so habe ich recht. Ja, tatsächlich. So. Naja, gut. Muss ja sein. Muss ja sein. Wie wird die 100 Münzen holen? Müssen wir mal schauen. Ob wir die dann gleich im Anschluss holen oder halt irgendwie zusammen. Wobei, wir kommen nicht aus der Pyramide wieder raus. Das ist halt das große Thema, das heikle Thema, was uns hier erwartet. Weswegen wir das nicht auf einmal holen können. Oder nicht in Verbindung mit den roten Münzen, soweit ich weiß. Also ich bin der Meinung, es dürfte nicht gehen. Falls doch, korrigiert mich bitte, aber ich probiere es jetzt erstmal so ohne das ganze Primorium. War nicht ganz hinten in der Ecke auch eine rote Münze oder war das eine andere Welt? Oder bin ich mir als ein? Hallo, Spiel, danke. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber mein Laptop hängt sich in letzter Zeit öfter auf. Ganz merkwürdig. Ganz, ganz merkwürdig. Es tut mir leid für diese etwas merkwürdige Aufnahme, aber kann ich jetzt auch nichts gegen machen. Ich gucke nach der Aufnahme mal nach, woran es liegen könnte. Ist dann halt ein bisschen verpackte Aufnahme. Aber hey, was soll's. Was soll's, nicht wahr? Ich kann mir nur irgendwie vorstellen, dass irgendwas im Hintergrund läuft, was dazu bringt, dass das Spiel die ganze Zeit ab und zu mal stockt. Genau so wollte ich das handhaben. Genau so und nicht anders. Was habt ihr denn erwartet? Dass ich das aus Versehen gemacht habe? Nee, so weit kommt's doch. Wo ist die letzte Münze? Ich sehe sie von hier aus nicht. Das heißt, wir müssen wohl suchen. Da ich nicht weiß, wo sie gerade ist. Aus dem Kopf heraus, aus dem FF heraus, weiß ich das gerade nicht. Aber hier hinten scheint sie mir nicht zu sein. Dann kann sie ja nur irgendwo vorne sein. Schauen wir mal danach, ne? So, nimm mich auf in dich, in deinen Körper. Da war ich ja gar keine... im Labyrinth weiter mehr. Das kann auch sein. Das kann auch sein, weil ich glaube, stimmt, hier in der Oase war auch noch irgendwo eine, ne? Ja, hat es. Und da hat mir der Geier auch mal demonstrativ die Mütze geklaut. Wenn wir jetzt getroffen werden, zählt der Schaden doppelt. Naja, ob wir uns die wiederholen? Ich glaube nicht. Ist mir dann auch egal im Endeffekt. Ob wir dann mit Mütze rumlaufen oder ohne. So, die Frage ist, schaffe ich einen Sprung darüber? Ja, an sich schon, aber halt dann der Rest ging schief. An sich habe ich den Sprung geschafft. Das Festhalten ging dann etwas schief. Na gut, aber jetzt weiß ich, wo die Münzen sind. Von daher können wir uns darum jetzt erstmal kümmern. Eventuell mache ich auch erstmal die in der Luft sind. Mal schauen. Mal schauen. Holen wir uns erstmal die hier. Oder erstmal alle, die wir jetzt sowieso bekommen. Dann hole ich mir die in der Luft und dann die Oasen. Die in der Oase und die im Labyrinth werden wahrscheinlich die letzten sein. Soll das Labyrinth dann zurückgehen oder so? Irgendwie so werde ich mir erst zurechtlegen. Damit wir da irgendwie einen sinnvollen Laufweg haben. Einen vermeintlich sinnvollen Laufweg. Ob der nun sinnvoll ist oder nicht, das bleibt mir überlassen, ja? Ja, und ihr seht, wir nehmen relativ viel Schaden durch die ollen Goombas jetzt auch. Dadurch, dass uns der Geier leider die Mütze geklaut hat, aber... ich habe jetzt kein Verlangen danach, mir die jetzt unbedingt sofort zurückzuholen. Wenn wir sie kriegen, okay, schön und gut. Wenn nicht, dann halt nicht. Das ist mir auch egal, um ehrlich zu sein. Weil, keine Lust jetzt hier dem Geier hinterher zu rennen. So, ich liebe ja rote Münzen in der Luft. Wollte ich nur mal mitteilen so.
Also meine liebsten Lieblingsmünzen, wenn man rote Münzen mit der Flugkappe einsammeln muss, sind immer meine liebsten Sterne. Ich liebe das. Also, ohne Scheiß, sind die besten Missionen, die es gibt. Aber schön, dass Mario seine Flugkappe hat, obwohl er seine richtige Kappe gar nicht hat. Ist ein bisschen fragwürdig, aber okay. Lassen wir es so stehen. Jetzt nimm die mit. Meine Güte, stellt euch nicht so an. Himmelswillen, du. Ich liebe diese Missionen, ja. Nimm die mit, danke. Immerhin das. Immerhin etwas. Wenn schon nicht anders, dann so wenigstens. Eventuell sollten wir mal auf der, irgendwo landen. Da wir eventuell gleich unsere Mütze verloren hätten. Unsere Flugmütze. Na komm, wenn der Geier jetzt schon hier ist, dann holen wir uns auch die Mütze zurück. Wenn er schon hier ist, dann muss ich ja. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Scheiß Laptop. Machst du den Arsch hoch? Solltest nicht den Arsch hoch machen. Braucht dich noch. Naja. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal hier rüber zurück, weil... Ja, was soll ich machen? Ich komme nicht an die Pyramidenmütze ran so richtig. Also zumindest nicht ohne irgendwas zu verkacken. Aha. Oh. Hi. Ay, Karamba? Okay, ich wusste nicht, dass du in diese Richtung willst. Hättest mich auch mal vorwarnen können. Danke dafür. Danke dafür, dass du mich vorgewarnt hast, in welche Richtung du möchtest, Oller Block. Mach doch mal hier. Meine Güte, Mario. Hast du deinen Dreisprung verlernt? Hast du? Wenn ja, dann macht das nichts. Ich brauche den nur kurz. So. Noch zwei weitere Münzen in der Luft müssten es sein und dann haben wir es, ne? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das nimmt mich wirklich schrecklich. Ihr habt doch sicherlich auch gesehen, hier die... Wo man die Flugkappe bekommen hat. Ich liebe diese Mission auch. Und später gibt es nochmal so eine richtig schöne Mission, wo man mit der Flugkappe sich alle roten Münzen krallen muss. Das ist eine... Da freue ich mich richtig drauf. Aber beschweren werde ich mich jetzt nicht. Nur ein bisschen, nur ganz leise und ruhig. Weil wir haben es ja jetzt geschafft. Und jetzt falle ich in den Treibsand am besten. Das wäre richtig typisch für mich, meine Kinder. Warum nenne ich euch meine Kinder? Ihr seid nicht meine Kinder. Manche sind älter als ich. Das ergibt keinen Sinn. Ihr seid nicht meine Kinder. Ich will euch nicht. Ihr seid nicht meine Plagen. Entschuldigt bitte. So, nehmen wir diesen Stern und sind zufrieden. Vielen Dank. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie die letzte Mission hier funktioniert. Ich weiß, dass es irgendwie das Geheimnis der Pyramide heißt, aber... Wie das funktioniert, das ist die zweite Frage, du, ne? Ob ich da jetzt von oben in die Pyramide miss oder von unten? Wie ist das Pyramidenpuzzle? Ja. Doch, ich glaube, man muss von oben und dann irgendwie relativ... bei Zeiten irgendwo abspringen. Ganz genau weiß es aber nicht. Probieren erstmal die 100 Münzen zu sammeln. Ganz ehrlich, das ist, glaube ich, das einfachere Übel. Tatsächlich ist es das, weil ich gerade wirklich nicht weiß, wie wir an das letzte kommen in diesem Level. Da muss ich vielleicht mal nachgucken. Und bevor ich da jetzt hier stundenlang rumpimmle, machen wir das lieber so. Das wäre halt was Sinnvolles holen, ne? Was einigermaßen sinnvoll ist, würde ich sagen. Was ich weiß, wo ich weiß, wie es geht. Naja, mehr oder weniger. Aber Hauptsache, irgendwas machen. Irgendwie noch Progress bekommen in diesem Part. Und jetzt falle ich am besten in den Treibsand. Das wäre auch typisch gewesen. Ist aber nicht passiert. Ha. Habe ich es euch gezeigt, wa? So, können wir gleich die Beinbomben hier ausschalten? Nee. Okay, dann halt nicht. War ja nur eine Frage, die hier scheinbar mit Nein beantwortet wird. Ach ja, 100 Münzen, wer liebt sie nicht, nicht wahr?
Auch diese Münze dort hinten gehört dazu. Wir nehmen sie mit, sie ist ja leicht verdient. Bis wir in den Treibsand fallen. Das wäre typisch für mich, aber nein. Ich zeige mich heute nicht von meiner typischen Seite. Ich zeige mich heute von einer besseren Seite. Als die typische Seite. Weil es ist traurig, dass meine typische Seite eine tragische ist. Aber hey. Was ist, wisst ihr schon über meine tragische Seite? So, auch von dir kralle ich mir 5 Münzen. Und auch da hoch wollen wir. Ich glaube nämlich, in dem Kasten könnte eventuell auch was sein. Ein Münzen. Vielleicht auch nicht. Ah, ein Cooper-Panzer. Kann ich damit über einen Treibsand? Will ich es ausprobieren? Wenn nicht jetzt, wann dann, würde ich sagen, ne? Ah, aber gut zu wissen. Damit kann man also über den Treibsand. Okay, ja stimmt, man sammelt eigentlich auch den, die Dingsbums damit ein, ne? Kann man zumindest hier die... Damit fährt man, glaube ich, auch in der Theorie über die Dinger. Aber nur in der Theorie. Ob wir in der Praxis das machen, oder wie ich es gemacht habe, das liegt ja ganz bei mir. Schaut her, ich bin dumm. Oh Mann. Oh Mann. Aber 100 Münzen machen wir heute noch. Die nächste Mission machen wir dann im nächsten Part. Naja. Oh Mann. Das war mal wieder so typisch für mich. So richtig schön typisch. Typisch Plastivi, nicht wahr? Und ja, man kann rein theoretisch irgendwie über diesen Hügel mit dem... mit dieser Box, aber... pff, wozu? Wir können es auch einfach auf die reguläre Art und Weise machen, so wie es gedacht ist. Beziehungsweise, naja, mehr oder weniger wie es gedacht ist. Ich meine, ich habe die komischen Säulen auch ein bisschen anders aktiviert, als man sollte vielleicht. Ist ja aber auch egal, ob wir sie nur so aktiviert haben. Oder ob ich es getan habe. Oder vielleicht gar nicht. Meine Güte, Scheige, komm her. So, ich will deine Münzen, danke sehr. Gib mir ein Pausengeld. So, auch der Poki muss sterben. Vielen Dank, Monsieur Poki. Danke. Danke sehr. Vielen Dank. Nein! Nicht dahin. Hm, toll. Großartig. Die Münze bekomme ich nicht mehr. Die Münze bekomme ich heute nicht mehr. Traurig, aber wahr. Oder? Warte mal. Warte mal. Die kam zurück. Ich hab's ihr angesehen. Nein, ich will dich haben. Danke. Ich hab's ihr angesehen. Sie wollte. Sie wollte. Ob sie es will oder nicht, aber sie wollte. Ich hab sie angesehen. Sie kam zu mir zurück. Sie ist mein bester Freund. Mein bester Freund, die Münze. Gumba, komm her. Wir sind keine Freunde. Dich hau ich kaputt. So, komme ich hier mal so rauf? Ja, wunderbar. Aber die... Ich wollte gerade sagen, der Cooper-Panzer kann doch nicht weg sein, oder? Ist auch nicht. Hat sich nur versteckt. Er ist schüchtern. Ein schüchterner Cooper-Panzer. So, ob ich es diesmal schaffe, verrät euch dieser Steinblock. Denn er sagt, nein. Oh Mann. Aber egal. Wir können ja trotzdem ein bisschen noch was holen. Du aller Geier, du lässt mich schön in Ruhe. Das war jetzt gar nicht so geplant, aber wenn es dann klappt, dann ist auch schön, ne? Wenn es dann klappt, dann habe ich nichts dagegen. Meine Güte, ich will den Poké besiegen. Wird das heute noch was? Mario. Mario. Meine Güte. Hat aber auch Zeit. Wurde aber auch Zeit, du, mein Freund. Ich mach bestimmt nicht diese olle Box dort, weil ich bin nicht lebensmüde eigentlich. Also eigentlich nicht, nee. Nö, hatte ich jetzt nicht vor, die mir zu holen, weil das wäre doch ein bisschen dangerous, würde ich mal behaupten. Stattdessen gehen wir halt hier rüber zurück. Oder auch nicht. Hallo? Das war interessant.
eine interessante Erfahrung, die ich nicht wieder machen möchte. Was war das denn? Sehr merkwürdig. Aber okay. Soll mir recht sein. Solange mich nichts hier daran hindert, hier weiterzumachen. Und ja, ich weiß, ich habe aus dir gelernt, du wirst jetzt erst nach links gehen. Pass auf, jetzt geht er nach rechts. Ich hätte es kommen sehen, wenn der jetzt bei meinem Glück erst nach rechts gegangen wäre und dann nach links. Das wäre so typisch ich gewesen. Naja. Sollen wir uns die Luftdinger auch holen? Ich weiß nicht, wie viele in der Pyramide drin sind, aber ich bin der Meinung, es sollten genug sein, aber... Schaden kann es halt nicht, ne? Muss es sein? Muss es sein? Kriege ich sie? Weiß ich nicht. Eigentlich habe ich keinen Bock, die nochmal einzusammeln. Ich weiß halt nicht, wie viele... Ach, leck mich. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Okay, wir beenden an dieser Stelle den Part. Es tut mir leid, dass wir jetzt nicht die 100 Münzen bekommen haben. Scheiße, jetzt gelaufen, aber ich mach's jetzt nie nochmal. Wir sind schon über der Zeit drüber. Von daher probier's jetzt nicht nochmal. Ich hoffe trotzdem, dass euch dieser Part gefallen hat, auch wenn er ein bisschen fehlig und merkwürdig war, aber ich hoffe, der nächste Part wird wieder besser. Aber bis dahin hoffe ich, ihr habt noch einen schönen Tag. Kommentiert, abonniert und liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, tschüssikowski, euer FlassTV. Bye, bye!